So, wie geht's euch? Vielen Dank. Gut. Selbst? Auch. Ja. Die neuen Hoffnungsträger des deutschen Fernsehens. Hat euch das erschreckt oder erschreckt euch das? Ach, das ist ja immer so ein bisschen was, das sagt ja mehr über den Zustand des deutschen Fernsehens aus als... Die Anschlussfrage, seid ihr so gut oder ist die Konkurrenz so schlecht? Naja, also tatsächlich, das, ich glaube, es ist eher so rum, wird ein Schuh daraus. Ich glaube tatsächlich, und das meine ich gar nicht so richtig ironisch, dass sich in den vergangenen Jahren sehr wenig um den Nachwuchs im Fernsehen gekümmert wurde, was für uns super ist, für Sie alle da draußen vor den Fernsehgeräten vielleicht nicht so gut. Aber deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen avanciert man dann irgendwann in diese Richtung, dass dann Journalisten das schreiben und dann schreibt der eines vom anderen, also man selber behauptet das nicht von sich und ich glaube auch, dass Quatsch ist. Wolltet ihr jemals Hoffnungsträger sein? Oder wolltet ihr eigentlich nur lustig Fernsehen machen und jetzt ist das irgendwie passiert? Man macht ja eigentlich nur das, was man gerne macht. Also das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass man dann mit dem Ziel da hingegangen ist zum Fernsehen und gesagt hat, so irgendwann würde ich das ganz gerne mal, dass man genannt wird als der große Hoffnungsträger dieser Branche. Naja, aber sagen wir mal, alles, was dahinter steckt, so insgeheim, möchte man das vielleicht doch, oder? Nein, das ist ja auch so absurd, weil ganz ehrlich, wir sitzen jetzt hier oben, ja, und sollen darüber quatschen, was mit dem deutschen Fernsehen los ist. Da lache ich am lautesten drüber, dass ich hier heute Abend sitze. Also ich dachte ja wirklich, das ist so ein Panel mit 10 Leuten und dann habe ich erfahren, das sind nur wir beide. Und dann so, das wird ja noch viel besser. Ich finde es auch absurd, dass du als Hoffnungsträger das deutschen Fernsehens bist. Ja, das ist absolut. Wer hätte das geglaubt? Ich meine, das ist tatsächlich, glaube ich, so, dass wir beide uns das nicht gewünscht haben und man einfach so aus Ermangelung an Alternativen da reingerutscht ist und jetzt ist es halt so und jetzt ist auch so oft geschrieben worden, beim ersten Mal ist man noch ein bisschen zusammengezuckt. Glaubt ihr selber? Jetzt so oft gelesen? Nee, aber es gibt halt, und da hat Klaas vollkommen recht, es gibt halt einfach viel zu wenig Nachwuchs. Also es gibt niemanden, die Musiksender sind weitestgehend verschwunden und ZDF Neo ist dann noch ein Sender, der sich da so ein bisschen engagiert, wo wir auch durchaus die Möglichkeit hatten, uns da nochmal beweisen zu dürfen. Aber es gibt halt einfach keine Alternativen so, und es gibt halt auch faktisch, wer ist da? Also das muss man halt tatsächlich eher dahin fragen, so, wer ist da sonst außer uns? Also du meinst nicht, dass es daran liegt, dass zum Beispiel zu wenig gefördert wird, auch von Leuten, die schon da sind, sondern es gibt auch einfach niemanden, den man fördern kann. Nee, das würde ich so nicht sagen. Es gibt schon so einen Nachwuchs, aber der hat einfach nicht mehr so die Präsenz wie früher. Es ist so ein bisschen, hat sich das verschoben durchs Internet. Du hast auf einmal eine ganz andere Möglichkeit, sich dir die Sachen anzugucken und erfährst dann von irgendwelchen, wo ich selber dann auch langsam in ein Alter komme, wo ich mich frage, was ist das, wenn dann irgendwelche Blogger bei YouTube Schminktipps geben und das dann so die Form des Nachwuchs ist, der da so rankommt. Das ist eine andere Herangehensweise an das ganze Medium. Ich glaube, für die wächst man selbstverständlich ja mit dem Medium Internet auf, während wir so eine Zwischengeneration sind, die noch dieses Internet-Fernsehding so haben. Ich find's auch ganz schwierig, weil wir kommen oft in die Verlegenheit, dass Leute zu uns kommen und sagen, wie soll ich das denn machen? Und es gibt eigentlich nicht diesen klassischen Weg. Früher hätte ich sagen können, naja, probier es erstmal bei Viva, jetzt gibt es den neuen Sender, wer weiß, was draus wird, Joyce, der Social-Media-Fernsehsender, klingt zumindest erstmal ganz vielversprechend und muss man mal schauen, ob das dann auch die Modernität tatsächlich mitbringt, die es momentan verspricht. Aber ansonsten fällt es mir auch ganz schwer, jungen, jetzt 19-, 20-Jährigen zu sagen, so würde ich an deiner Stelle anfangen. Weil was soll man denn machen im Fernsehen? Also wenn man irgendwie reinrutschen will, man kann irgendwie Rutschentester bei Galileo werden und das war's dann auch, ne? Ja. Sag nochmal, Joko, warum findest du das absurd, als du das gelesen hast? Weil dem Ganzen da so viel beigemessen wird, so man selber, das ist das, was ich meinte, man macht halt einfach nur das, was man gerne macht. So, und auf einmal bekommt man von außen etwas herangetragen, was andere Leute in einem sehen, aber für sich selber, also für mich hat sich seit Tag 1 bei MTV, außer dass man vielleicht klamottenmäßig sich ein bisschen verbessert hat. Findest du, dass du dich verbessert hast? Du trägst heute noch rosa Hosen und Apfelbrille. Als Elmar eben meinte, es wird etwas geben, da hast du komische Sachen getragen, dachte ich so, oh, bitte nicht diese Anfangsgeschichten von MTV, wo man wirklich aussah wie der letzte Hampelmann. Aber es ist tatsächlich so, es hat sich beruflich nicht viel verändert. So, man macht einfach das, was man gerne macht. Und es ist auf einmal so komisch, dann in dieser Position des Hoffnungsträgers zu sein. Aber ich muss auch sagen, dass das auch bei MTV eine Zeit lang nicht so vorstellbar war. Also ich kann mich auch an Zeiten erinnern, also als ich damals bei Viva engagiert wurde, gab es eine ganz kurze Zeit lang, gab es so eine Aufbruchstimmung und dann kam diese ganze Wirecom-Geschichte und so und dann hat man relativ schnell den Deckel drauf gekriegt und gesagt, wir machen jetzt so ProSieben in klein und das probieren wir jetzt mal und das hat mal besser, mal schlechter funktioniert und so eine richtige innovative Kraft hat man da auch nicht gespürt und das kam dann erst später wieder und teilweise dann auch irgendwann
naja, durch auch so ein Fatalismus, der irgendwann eingesetzt hat, wo man gesagt hat, wisst ihr was, jetzt ist auch egal, macht mal, was ihr wollt. Und dann kam MTV Home. Und das war also auch schon dort spürbar, dass man, und das meine ich jetzt gerade, dass man also nicht mehr viele Plattformen hat und dass man nicht mehr oft die Möglichkeit bekommt, einfach mal zu machen, was man möchte. Und das guckt man sich dann nicht eine Folge an, sondern vielleicht einfach mal 6 Folgen. Oder man sagt, die erste Staffel haben vielleicht noch nicht so viele Leute geguckt, aber ich bin überzeugt davon. Ich habe mich jetzt total gefreut, als ich das gehört habe. Also selbst im großen Fernsehen gibt es das ja hin und wieder, als das Frühstücksfernsehen mit Olli Dietrich, was jetzt letzte Woche zum ersten Mal lief, als eigentlich vorher schon klar war, bevor die erste Quote kam, die jetzt dann ganz passabel war, bekannt wurde, da ist eine ganze Staffel von bestellt worden. Solche Sachen müsste es häufiger geben, dass sich einer hinsetzt und sagt, ich bin davon überzeugt, das hat mich unterhalten. Ich als kompetenter Medienmensch weiß, dass das eine Farbe ist, die ich in meinem Sender, in der ARD in diesem Fall, bedienen muss. Das ist wichtig und dementsprechend bestelle ich jetzt einfach mal mutig eine ganze Staffel. Das sind Dinge, die nicht oft passieren. Also ist, wie du sagst, einfach nur machen, was einem Spaß macht, ist das euer Erfolgsrezept? Glück gehabt. Also, naja, klar, also in gewisser Weise ist es auch Glück, weil wir, ich glaube, wenn man auf Produzentenseite ist und man führt jetzt einen großen nationalen oder auch international agierenden Konzern, der Fernsehformate produziert, da setze ich mich als Mitarbeiter hin und überlege mir, wie schaffe ich es, die ganze Range abzudecken? Also was für Formate brauche ich, damit ich von 10-Jährigen bis zu 90-Jährigen eigentlich alle erreiche und was sind die Farben, die momentan gerade so aktuell sind im Fernsehen und wie schaffe ich das, dass ich möglichst breit aufgestellt bin, um eine ganzheitliche Fernsehversorgung im Unterhaltungsbereich herzustellen. Diese Möglichkeit haben wir als Moderatoren nicht so sehr, sondern wir sind sehr darauf angewiesen, dass das, was wir momentan lustig finden, zufälligerweise oder glücklicherweise dann einen Nerv trifft, der momentan auch auf Zuseherseite vorhanden ist. Und wenn das dann zusammenpasst, dann hat man Glück. Wir sind nicht in der Lage zu sagen, okay, das ist gerade nicht gewollt, dann sind wir jetzt halt ganz anders. Deswegen ist das halt persönlichkeitsgetrieben, alles, was wir machen. Wir können jetzt nicht von heute auf morgen sagen, okay, offensichtlich ist jetzt ein anderer Typ Moderator, ein anderer Typ Mensch gefragt, also sind wir jetzt ganz anders. Da muss schon das eine zum anderen kommen und da kann man sehr fleißig sein und kann das von mir aus auch technisch und handwerklich sehr gut machen, aber man muss Glück haben, dass man da einen gewissen Nerv trifft. Jetzt seid ihr aber nun mal trotzdem die Hoffnungsträger. Ja, okay. Ihr müsst es euch ständig anhören. Ihr seid auch wild at heart. Ihr seid also quasi wandelnde Projektionsflächen. Stresst euch das trotzdem? Ach, nicht so richtig. Weil wenn jemand Hoffnungen in einen hat, dann kann man die ja auch enttäuschen. Aber also ich habe jetzt nicht, also wenn du sagst, der Druck, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich diese Hoffnung oder diese Hoffnungsträgerschaft irgendwie enttäusche, kommen irgendwie wütende Frauen, Omas im Bus mit Regenschirm auf mich zu und sagen, sie haben das Fernsehen kaputt gemacht. Ja? Davor habe ich jetzt nicht so Angst. Also was soll passieren, wenn ich es vergeige? Dann bin ich in erster Linie selber am Arsch. Ne? Und deswegen spüre ich jetzt nicht so diesen riesen Druck. Aber was da ist, was aber letztendlich auch anspornt, und das finde ich ganz gut, ist, und das kriegt man ja ganz gut durch so direktes Feedback, was es vielleicht vor ein paar Jahren auch noch nicht gab, also durch Facebook, durch Twitter, durch naja, direkte Kommunikation mit dem Zuschauer, die es vor, weiß nicht, 15, 20 Jahren auch noch nicht so gab, kriege ich mit und kriegen wir mit und auch die ganze Redaktion, das ist ja ein komplettes Team, was dahinter steht, die alle sehr gleichberechtigt am Erfolg dieser Sendung teilhaben, kriegt man mit, dass die Leute viel von uns erwarten. Also wenn wir eine Sendung abliefern, von der wir selber sagen, ja, das war heute so mittellustig, dann kann man davon ausgehen, dass genau das im Internet steht. Ja, das war heute eher so mittellustig. Jungs, ihr könnt es doch besser. Und so. Und dadurch, dass man irgendwie angespornt ist, zu gucken, dass man es so gut macht, wie man es selber gerne sehen würde, das finde ich schon ganz cool. Und das bringt vielleicht diese Hoffnungsträgerschaft mit sich. Also, dass man wird nicht so durchgewunken. Man sagt nicht, ja, das war jetzt so mäßig lustig und zum Bügeln reicht's. Sondern man wird irgendwie wirklich dahingestellt und gesagt, wir wissen, dass ihr das irgendwie könnt in unserer Wahrnehmung. Das muss auch jeder selber beurteilen. Aber dann liefert verdammt nochmal auch jeden Montag ab und wenn er es nicht macht, bin ich enttäuscht als Zuschauer. Mhm. Und das ist ein Druck, aber auf der anderen Seite auch letztendlich ein Motor, der dafür sorgt, dass wir das so machen, wie wir es machen. Und top kommt aber, glaube ich, noch hinzu, dass neben dieser Zuschauerebene
wir halt einfach, glaube ich, seit MTV, wo wir mit MTV Home dann das angefangen haben, was wir eigentlich dann immer nur von Mal zu Mal so ein bisschen weitergesponnen haben, was dann jetzt am Ende Zirkus Halligalli auf ProSieben ist, auch immer das Glück hatten, Leute zu haben, die uns verstanden haben. Ich glaube, man kann auch ganz viel Pech haben und auf einmal wird man in so eine andere Richtung gedrängt, weil das gerade mehr gesucht wird. Aber wir durften halt immer bei dem bleiben, was wir machen wollen. Und wir durften immer das machen, woran wir selber Spaß haben. Und ich glaube, das ist was, was man auch merkt, ob da jemand ein Format macht und dem folgen muss, weil das Format das vorgibt. Was wir auch mit 17 Meter auch durchaus hatten, wo man dann da steht. Oder ahnungslos war es. Ahnungslos, noch viel besser. Sich verkleiden und Leute auf der Straße ansprechen. Oder die besten Clips im Umlauf. Habe ich auch mal moderiert auf ProSieben. Nein, aber das ist dann auch ein großes Glück, dass die Leute immer so an einen geglaubt haben und einem dieses Vertrauen schenken und sagen, macht mal, weil bisher habt ihr bewiesen, dass das, was ihr, wenn ihr selber ihr sein dürft, auch ganz gut umgesetzt bekommt, was dann so der Zuschauer haben möchte. Und ich glaube, dass das auch was ist, was man nicht unterschätzen darf, dass man einfach auch sehr viele Freiheiten hat, die auch in diesem Business, und das wissen die meisten wahrscheinlich von den Herrschaften, die hier alle sitzen, auch nicht selbstverständlich sind, weil man auch gewissen Regeln folgen muss, damit das, und am Ende ist es ja für die Großen im Sender auch ein Business, für die dann auch funktioniert. So, bis jetzt haben wir Glück und mal gucken, wie lange das dann anhält. Mhm. Jetzt hast du gerade schon über die Kritik aus dem Internet gesprochen. Ist das sehr hilfreich, die Kommunikation mit dem Zuschauer? Ja. Man sucht ja eher nach dem einen. Das ist wirklich, also bei mir ist immer das Absurde. Du suchst den einen Schlechten. Ja, man sucht den einen Schlechten. Ja, und du halt denkst deswegen so, ach, der Penner. Da sind wirklich 30 gute Kommentare. Glaubst du ihm? Ja, das Schlimme ist, es trifft einen. Also das ist wirklich so, aber das finde ich auch eigentlich eher positiv, weil das auch zeigt, so, mir ist es halt dann nicht wurscht. Ich darf zu Hause nicht mehr Twitter lesen, während die Sendung läuft. Nee? Nee, verboten. Ich habe kein Internet zu Hause. Und warum ist es verboten? Stimmt, du wohnst da in der Runde. Ey, ich wohne da hinten. Ja, danke an die Telekom, falls einer von denen hier ist. Drosselkom, ja. Ich habe das Problem, was wir alle kriegen werden, habe ich jetzt schon. Seit 6 Wochen Internet und es funktioniert nicht. Aber die, es ist tatsächlich, also auf der einen Seite, also um mit dem Positiven anzufangen, also grundsätzlich finde ich das super. Und ich habe ja auch gerade schon von diesem direkten Feedback gesprochen und das ist halt besser als, also was ich mal gehasst habe früher, das gab's wirklich bei Viva noch immer. Du wirst dich erinnern, diese Research-Kacke, die man da immer über sich ergehen lassen musste. Da wurden alle Moderatoren immer so abgefragt in so 20er-Gruppen. Und da wurden dann so 20 repräsentative Hauptschüler eingeladen. Und die wurden, nein, repräsentative Jugendliche eingeladen. Und dann musste man, nein, das war natürlich aus allen Gesellschaftsschichten. Und dann, also die halt Viva gucken. und dann wurde man immer so bewertet daran. Also da gab es dann immer so Kommentare, die dann so herausgestellt wurden, was die dann gesagt haben in dieser Marktforschungsgruppe. Eine Stunde lang haben die dann sich Sachen angeguckt und wurden befragt. Und da hat man wirklich so ein Diagramm bekommen, wo dann drauf stand, Humor 3 Punkte, Ausstrahlung 2 Punkte. Sexy hatte ich immer nur 1 Punkt. Und, hat sich bis heute nichts dran geändert. Nee, hat sich bis heute nichts dran geändert, aber ich schaff's auch so, ja. Du machst es über die Schönheitsschiene, ist mir egal. So, das hält auch nicht ewig, ne? Und wir. Und das fand ich immer so unglaubwürdig. Also ich. Klar, in gewisser Weise ist das repräsentativ und Forsa wird sich das auch nicht alles ausdenken, sondern das funktioniert schon über gewisse Standards. Aber was jetzt passiert, ist eigentlich ganz gut, weil ich erlebe das nicht, dass einfach nur gemotzt wird, was ja oft die Kritik ist an Twitter, Facebook, dass anonymisiert da rumtheorisiert wird und jeder kann sagen, was er will, weil niemand mit seinem Gesicht da steht. Das erlebe ich eigentlich bei unserer Sendung nicht so, sondern da wird sehr konstruktiv drüber gesprochen. Und so eine Stimmung, die im Internet stattfindet, die ist meistens repräsentativ für die Schulhöfe dieses Landes. Und das finde ich schon ganz interessant. Trotzdem ist es so, dass 30 gute Kommentare an einem abperlen und ein schlechter Kommentar mit 8 Rechtschreibfehlern, den merke ich mir 3 Tage. Ne? Was beeindruckt euch mehr, Internet oder Presse? Ich muss, mir persönlich ist Internet wichtiger, weil bei Presse kann ich aufgrund dessen, dass man den einen oder anderen kennt, auch immer abstrahieren, so, ach komm, ja, ne, auch egal. Weil am Ende ist es mir wichtiger, was der Zuschauer mir als Feedback gibt, als das, was, ich finde es halt ganz interessant, wenn du teilweise dann auch nach der ersten Folge Halligalli, fand ich es am spannendsten eigentlich, Dinge geschrieben worden, wo du dachtest, der hat die Sendung gar nicht bis zum Ende geguckt, weil sonst wüsste der, dass das, was er da gerade geschrieben hat, nicht stimmt. Das war 20 Minuten später online, der muss sehr schnell geschrieben haben. Ja, das war unglaublich. Ja. Also da weißt du einfach so, da hat er schon vorher eine Meinung und deswegen bin ich da relativ entspannt und da
bin ich aber ein Stück weit stolz drauf, dass ich das hinbekommen habe, dass es das erste Mal auch gewesen ist bei Halligalli, dass es, was die Presse geschrieben, komplett an mir abgeperlt ist. Ehrlich? Ja, wirklich. Also an mir nicht. An mir nicht. Ne? Nee, das stimmt. Aber da gab es das erste Mal richtig aufs Maul, ne? Mhm, genau. Und zwar überall. Nee, aber so, das ist, also von Spiegel bis Süddeutsche bis. Zwei gute Witze und einer kam von Oliver Pocher. Das ja. schmerzt, oder? Hat der vom Spiegel geschrieben, ich kann den mitsprechen, diese Kritik, ja. Hast du nicht nur drei Tage gesagt? Arno Funke hieß der, wie der Kaufhauserpresser. So, und, aber ist okay, also auf der anderen Seite denke ich mir, das gehört irgendwie zum Geschäft und das muss man dann auch sportlich nehmen und man kann nicht erwarten, dass jeder immer alles gut findet und wenn es dann mal so ist, am Ende des Tages kann ich nicht mich hier hinsetzen und so kokettieren und sagen, das interessiert mich alles, das stimmt nicht, das ärgert mich. Und vor allen Dingen ärgert es mich, wenn hin und wieder bei bestimmten Sachen dann auch Wahrheiten aufgegriffen werden, die einfach so sind. Ne? In so einer ersten Sendung, in so einer ersten Sendung hat man ein bisschen Stock im Arsch und möchte es irgendwie besser machen, als man es vielleicht aufs Parkett bringt. Es war nicht so schlecht, wie es da stand, ne? Aber es war, okay. aber gewisse Sachen nimmt man sich dann schon zu Herzen, weil man denkt, ja, so ganz grundlos ist der auch nicht Journalist geworden, der Mann. Und dann ist das eben so und dann probiert man zu verbessern und dann, ich hätte eher ein Problem damit, wenn ich das Gefühl hätte, ich ärgere mich so sehr darüber, dass ich diesen Beruf irgendwie nicht machen könnte, weil dann wäre ich wirklich falsch in dem Geschäft. Das habe ich mal erlebt, ich habe mal eine Rede gehört von, wollte gerade sagen, wie hieß die noch mit den großen Glocken, wir wetten das, Andrea Sawatzki, ne? Die hat, mal, die hat mal gesagt... Da wäre ich aber auch nicht drauf gekommen. Ja. Hätte ich nicht Andrea Sawatzki gesagt. Die hat mal gesagt, zum Schauspieler sein gehört eigentlich mit Absagen umzugehen, weil man eigentlich, egal wie erfolgreich man irgendwann wird, mit 80% Absagen bei Castings rechnen muss. Und wenn man damit nicht klarkommt, ist man, egal wie talentiert, eigentlich falsch in dem Job. Und ein bisschen so ist es auch mit Kritiken. Wenn man es nicht schafft, die zumindest zu einem gewissen Teil umzuwandeln in kreative Energie und es besser machen zu wollen, dann hat man da nichts verloren, weil das wird irgendwann passieren. Und wenn man 3 Jahre eigentlich kritikmäßig so ein bisschen hochgeschrieben auch wird. Irgendwann macht es auch mehr Bock, das abzuschießen. Und das kann ich irgendwie sogar nachvollziehen, wenn es nicht um uns gehen würde. Jan Böhmermann hat mal gesagt, dass er sich mittlerweile bei allem, was er macht und sagt, fragt, was die Presse drüber schreiben könnte. Das stimmt bei Jan Böhmermann. Ja, ich weiß. Wer ist Jan Böhmermann? Seid ihr schon dabei, die Erwartung zu erfüllen oder seid ihr noch bei euch? Was die Presse angeht, glaube ich nicht. Also, weil das kann man eh nicht, also das kann man wirklich auch damit nicht beeinflussen, glaube ich, so bis ins letzte Detail. Aber es gab ein, ich kann mich an in den ersten 2, 3 Sendungen, habe ich auf unserer Facebook-Seite einen ganz langen Post gelesen von so ein, ich weiß nicht, wie alt er war, ich schätze mal jetzt so 20, 21, ein Zuschauer, der, und es ist ja mittlerweile so, dadurch, dass wir jetzt beide so 9, 8, 9, 10 Jahre im Fernsehen sind, sind teilweise, also es gibt Leute, die seit sie Fernsehen gucken, uns kennen. Und ja, erschreckend. Und, und die begleiten wir irgendwie so und die begleiten uns. Und der hat so einen ganz langen Post geschrieben, was ihn alles gestört hat und warum. Und dass man es doch eigentlich besser könnte und... achtet doch mal hier drauf und achtet doch mal darauf. Und das war so eine ganz, wie so ein Freund, der zu einem kommt und sagt, Alter, du bist auf dem Holzweg. Ne? Mach's doch mal ein bisschen anders und ihr wart doch eigentlich mal anders und warum seid ihr jetzt auf einmal so und so und so? Da stimmt ein paar Sachen nicht. Ein paar Hintergrundinfos kannte er natürlich auch nicht. Aber irgendwie hat mich das so berührt, weil ich dachte, da hat sich einer richtig Gedanken gemacht. Und der wollte nicht einfach nur motzen, sondern hat halt gesagt, was er so denkt. Und das nimmt man sich schon zu Herzen. Und ich habe mir in den Sendungen danach immer gedacht, ob der das jetzt wohl gut fand. Und, hat er sich dann nicht mehr gemeldet? Das war für mich ganz interessant heute. Ja, kann ich dir zeigen, habe ich als Screenshot. Ja, das war irgendwie so nett geschrieben und ich dachte mir, alles klar, jetzt probiere ich mal, dass der die Sendung wieder gut findet. Weil der ein Zuschauer ist, den ich gerne hätte. Und wenn der repräsentativ ist für ein paar andere schlaue Jugendliche, umso besser. Ja, was glaubt ihr denn trotzdem, also jetzt ist es ja alles so gekommen, wenn ihr selber so zusammensitzt und euch fragt, warum ist das jetzt so, warum sitzen wir jetzt hier als Hoffnungsträger? Das darf man sich nicht fragen. Was ist eure Erklärung dafür? Oder das, einfach mal aber machen? Das frage ich mich tatsächlich auch nicht. Also ich glaube, wenn ich an den Punkt komme, dass ich mich selber damit auseinandersetze, was ich alles erreicht habe in meinem Leben, dann ist das ganz abgebrochene komisch. Abgebrochene Pilotenausbildung, per Fax die Ausbildung gekündigt, den ganzen Tag nicht ans Telefon gegangen, weil ich schütze, dass der Chef anrufen könnte. Vielleicht zu viele Informationen für Sie, aber es war wirklich so.
Nee, aber das fragst du dich ja tatsächlich nicht, weil ich glaube eher, dass wir beide... Wieso fragst du dich das tatsächlich nicht? Wenn ihr das sagt, warum ihr habt doch auch eine erfolglose Zeit hinter euch, sag ich mal, dann fragt man sich doch schon irgendwann, jetzt seid ihr beide zusammengekommen, jetzt geht das Ding steil durch die Decke, da fragt man sich doch mal, warum, oder nicht? Ja, da denkst du doch mal drüber nach. Das ist ja immer sinnlos. Erzähl doch nix. Nee. Ich glaube, das Großartige und das, warum es bei uns funktioniert, Klaas ist derjenige, der sich tatsächlich sehr viele Gedanken macht. Und ich bin der dann sagt so, ist mir du egal. Du lachst. Ja, ich lach, genau, ja. Und das ist das Geheimrezept. Nein, aber es ist. Pinky und der Brain. Aber das ist so eine Sache, die wir, glaube ich, voneinander in der Zeit gelernt haben, ist so, dass es manchmal, und das habe ich gelernt, besser ist, gewissenhaft sich vorzubereiten und ein bisschen zu arbeiten. Das ist so, kanntest du vorher nicht, bevor du Klaas getroffen hast? Nee, ich habe ja vorher bei MTV gearbeitet. Ne? Da war das ja so 16 Uhr Sendung, 15.30 Uhr reinschneiden, was geht, Leute. So. Umgekehrt, glaube ich, so, ist das was, und das haben wir uns schon das eine oder andere Mal selber gestanden, dass so eine gewisse Gelassenheit auch nicht falsch ist. Und es ist, glaube ich, wirklich so, ich würde mich auch ganz komisch dabei fühlen, wenn ich selber anfange, mich damit auseinanderzusetzen, so, wo stehe ich denn jetzt gerade und was ist das? Ich genieße wirklich jeden Tag, wo ich diese Sendung machen darf. Und möchte mich nicht fragen, warum habe ich das geschafft? Weil ich glaube, wenn ich anfange zu versuchen, zu verstehen, was da passiert, dann geht auch das verloren, was der Grund dafür ist, warum es läuft. Ah, ja, das verstehe ich. Ja, das ist wirklich, also ich würde das komisch finden. Und es ist auch nicht so, dass man selber das Gefühl hat, dass sich was verändert hat, weil man macht ja das Gleiche. Also das ist ja so, das ist natürlich, ist die Sendung mittlerweile auf ProSieben und man hat irgendwann mal bei MTV angefangen, aber man steht vor einer Kamera und die Leute, und das ist echt auch das Schöne, muss man auch mal an der Stelle sagen, die Leute, mit denen wir arbeiten, das sind die gleichen Leute, mit denen wir bei MTV angefangen haben. Das ist sowohl die Crew, die im Studio ist, als auch die Leute, mit denen wir die Redaktion bestücken. Und das ist auch was so, es hat sich nicht viel verändert in der innersten Wahrnehmung für mich von dem, was passiert. Du merkst natürlich schon, dass wenn du vor die Tür trittst, da auf einmal Leute sagen, oh, guck mal. Ja, aber also es gibt jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt immer warmes Essen und nicht diese abgepackten Schokocroissants wie bei ZDF Neo. Das stimmt, ja. Ja. Das hat sich schon verändert. Das war das traurigste Catering der Welt. Ja, das hat Violetta immer noch die Reste abgeräumt. Ne? Ja. Ja. Aber das heißt ja wirklich, dass du nicht drüber nachdenkst. Weil wenn du das alles dann nicht im Bewusstsein hast, dann denkst du da wirklich nicht drüber nach. Ich dachte die ganze Zeit, ich glaube das nämlich eigentlich. Man kann das doch nicht alles ausblenden und immer. Ich dachte immer, das ist so eine gespielte Lockerheit. So. Nee, man bekommt natürlich schon mit einer gewissen Zeit, glaube ich, aufgrund dessen, dass man halt auch so diese Maschinerie Medien kennenlernt, eine andere Umgangsform mit dem Ganzen. Also, dass man halt weiß, so, okay, wie muss ich mich, Smalltalk ist eine meiner Stärken. Wie verhalte ich mich auf Partys, wenn mich jemand vollquatscht? So, nein, danke, ich möchte keinen Alkohol. Nein, das stimmt nicht. Ich trinke einfach gerade nicht. So, aber dass man einfach so merkt, dass man so gewisse Mechanismen bedienen muss, damit es für einen funktioniert, aber es ist für mich tatsächlich nicht die Essenz herauszufinden, warum das alles funktioniert. Das wird es auch, glaube ich, ganz, ganz erschreckend auf etwas reduzieren. Das ist so ein bisschen wie das Ende von Lost, ne? Da steht man dann da und ist erschrocken und denkt so, das soll jetzt das Ende von Lost sein? Und das ist so, wenn ich irgendwann an den Punkt komme, herauszufinden, warum es funktioniert, denke ich mir so, das ist jetzt der Grund, warum es funktioniert. Mir kommt es auch wirklich so vor, jeden Montag die Sendung zu machen, wie immer wieder auf diesen Knopf zu drücken. Ja, ja. Haben nicht viele Lost gesehen hier in dem Raum. Nee. Ja, die drücken immer wieder auf so einen Knopf und die wissen nicht, was passiert, wenn sie nicht drauf drücken. Ja? Machen es lieber. Die machen es lieber. Und so gehen wir auch montags dahin. Also dir geht's genauso? True Story. Ja. Was? Hi. Dir geht's genauso. Du denkst nicht drüber nach, du versuchst nicht rauszufinden. Doch, warum? Ich denke da die ganze Zeit drüber nach, aber ich bin, ich komme nicht drauf. Also ich weiß es auch nicht so richtig. Also ich glaube, dass, und das ist, glaube ich, vielleicht eine Grundregel und so, das ist, man fragt sich immer so nach dem Sinn von Unterhaltung. Also wenn meine Mutter ist Kinderkrankenschwester, dann muss man nicht lange nachdenken, warum das sinnvoll ist, diese Arbeit. Andere Menschen, ihr kennt das alle nicht, ne? Aber alles Medienschaffende. Ne? Ja. Aber es gibt so Sachen, wo so der Sinn sich so auf einem Silbertablett präsentiert. Ich glaube aber, dass Unterhaltung an sich auch einen Sinn hat und einen Wert. Und den muss man für sich erkennen. Also man selber konsumiert Unterhaltung und es macht was mit einem und das ist, gehört zum Leben und es ist gut so, dass es so ist. Und ich bin da ja auch genauso, wenn ich mir andere Leute anschaue, die mich gut unterhalten und die mich vielleicht kurz aus meinem Leben so ein bisschen rausreißen und mir eine gute Zeit machen, egal ob im Theater, im Kino oder im Fernsehen oder hier in Berlin an der roten Ampel. Wenn da einer jongliert, dann gucke ich halt dahin und denke halt nicht, es ist rot. Und das finde ich, das hat was und das kann man auch so
wahrnehmen als wert. Und wenn das einer gut macht, dann weiß ich das zu schätzen und dann darf der von mir aus auch gefeiert werden. Und wenn das momentan mit uns so funktioniert, wer weiß, wie lange es gut geht, finde ich das auch in Ordnung. Und das wird es wahrscheinlich sein, dass es einfach Unterhaltung ist und nicht mehr und nicht weniger. Was ist für dich gute Fernsehunterhaltung? Ach, das kann ganz Verschiedenes sein. Mich kann eine ernste Dokumentation genauso unterhalten auf eine Art und Weise wie eine total alberne Sendung. Ich finde, wenn man merkt, dass mit Liebe zum Detail gearbeitet wird und dass die Leute, die was auch immer sie da machen, mit Herz machen, das kriegt man mit. Und das kann dann auch manchmal gar nicht mein Humor sein. Aber wenn ich das Gefühl habe, da gibt sich einer Mühe und für einen gewissen Kreis von Menschen ist das gut, dann kriegt man das mit, das überträgt sich und dann finde ich, hat das einen Platz. Also zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist die Helene Fischer Show. Ja, interessiert mich ein Scheiß, was da passiert. Also es ist wirklich da, die Musik interessiert mich nicht, die Helene Fischer interessiert mich persönlich jetzt nicht besonders. Aber das war eine gut gemachte, handwerklich perfekte Sendung. Die hat gut moderiert. Das war irgendwie ein fließender Übergang von Aktionen, die innerhalb, das war so klassische, gute Fernsehunterhaltung. Und meine Großtante, Tante Helene, die ruft mich halt an und sagt, kennst du die Helene Fischer eigentlich auch? Ich habe das gestern geguckt und es war für mich total gut. Und die guckt in denselben Fernseher letztendlich so wie ich. Und trotzdem gibt es auch was für sie da. Also wenn Unterhaltung hat einen Wert an sich und wenn das gut gemacht ist, dann darf das auch nicht unbedingt immer meinem Geschmack entsprechen, dann ist das ein Wert für sich. Wisst ihr noch, was ihr gedacht habt, als ihr euch beide kennengelernt habt über den anderen? Ich habe so einen blöden Witz gemacht, so du hast die Beatles auseinandergebracht, habe ich gesagt. Ja. Habe ich gesagt, das habe ich noch nie gehört. Ja. Das ist 3-2-1. Damals war es ja dann tatsächlich aus diesem Machtvakuum bei MTV, als wir da zusammengewürfelt wurden, gab es so diese Historie, wo man gefragt wurde, sag mal, hättest du Lust, da gibt es noch eine Sendung so, wie würden wir gerne umsetzen, wir hätten da auch noch jemanden, den wir dann an die Seite stellen wollen und ich hatte so innerlich gehofft, dass es Klaas ist, obwohl ich wusste, dass es bei Viva ist, hatte ich aber so ein bisschen Bock, was mit ihm zu machen, weil ich dachte so, das ist eigentlich so der Einzige, wo ich mir vorstellen konnte, dass da was draus wird. Und dann kam halt am Ende der Vorschlag, einfach so, würdest du es mit Klaas mal probieren wollen? Dann habe ich gesagt, mega, gerne, also super. Und das war eher so, ich hatte keine richtige Meinung zu dem, was er gemacht hat, weil ich habe nicht so auf Viva geguckt. Aber wir kannten uns halt, weil wir die Tische quasi uns geteilt haben, mehr oder minder, weil wir alle zusammen saßen so. Und wir mochten uns, wir haben mal einen Helge Schneider Film zusammen geguckt, es war ein schöner Abend. Ja. Und, stimmt. Warum zur Hölle haben wir uns verabredet, um zu sagen, wir waren bei mir zu Hause und haben uns einzig und allein dafür verabredet, einen Helge-Schneider-Film zu gucken, relativ wortlos, und sind dann wieder gegangen. Also es war eine völlig bizarre, ganz bizarre Veranstaltung. Von diesem Abend hatten wir dann noch ganz viele in den letzten 4 Jahren. Nein, aber das war irgendwie so, man kannte sich, man mochte sich, wir hatten gemeinsame Freunde und ich hatte gar nicht so groß eine Meinung, ich hatte einfach nur Bock, was mit ihm zu machen und am Ende war es dann ja auch mein großes Glück. Ich hätte gerne alleine Sendung gemacht, aber ging ja nicht und deswegen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass es viel besser ist, mit Joko eine Sendung zu machen als alleine. Ja, weil wenn ich ehrlich sein muss, war es wirklich so. Also am Anfang war ich nicht begeistert davon, mir meine Rampensau-Qualität mit jemandem teilen zu müssen. Und dann habe ich ja festgestellt, dass Joko das schon okay geht, so. Weil er dir nicht so viel vom Rampenlicht wegnimmt. Nee, ich glaube tatsächlich, weil wir uns oftmals auch, und das im besten Sinne nicht in die Quere kommen, weil wir dann, ohne dass wir das provozieren müssen, dann doch unterschiedlich sind. Wo sind denn die Unterschiede? Zum Wissen das, was ich glaube ich eben gesagt habe. Klaas ist halt wahnsinnig akribisch und ich bin eher so, nennen wir es mal nonchalant. Ja, so. Joko hat ein Bauchgefühl, das habe ich nicht. Wow. Du bist mehr Kopf. Du bist der Kopf und du bist der Bauch. Ich komme gleich rüber und drück dich. Das meine ich. Er ist so emotional. Und das ist zum Beispiel so was auch... Können wir mal kurz die Kameras ausmachen? Was mir wirklich auch oft passiert, wo ich echt dastehe wie der letzte Misanthrop, ne? Joko hat die Angewohnheit, dass egal, und wenn wir irgendwie 10 Minuten mit dem Team von TAF drehen, weil die uns irgendwelche Fragen stellen, ja, danach mag er die Leute alle so gerne, dass er die zum Abschied so einen Arm nimmt und mal drückt. Ne? Und ich bin halt derjenige, der maximal die Hand schüttelt. Was ich okay finde in so einem geschäftlichen Umfeld, ja, aber ich stehe dann immer in der Fallhöhe da wie das Arschloch, ne? Das sind so die Mechanismen, die ich meine. Ich habe halt verstanden, halt wie es so läuft. Du bist halt so der Michael Steinbrecher, der nach dem Sportstudio zur Kabelhilfe geht und sagt, gute Show. Ne? Ja.
aber ich glaube, generell kann man das so auf das Wesentliche runterbringen. Wir sind einfach grundverschieden, wirklich. Also das merkt man auch schon in sämtlichen Dingen. Wir haben so eine ganz kleine Schnittmenge an Humor. Ja, wo wir beide drüber lachen können, Helge und sonst Schneider. Sind wir so weit auseinander. Du hast zum Beispiel, um deinen Humor mal zu beschreiben, Joko kam irgendwann mal zu mir. Jetzt kommt also wieder die Geschichte. Ja. Aber ich finde, die beschreibt deinen Humor perfekt. Es gab mal eine Band, die hieß Tudor Cinema Club, und da gab es so ein Artwork auf dem Cover von dieser CD, und die O's von Door, die waren so wie eine Brille. Und da war eine Katze drauf und es sah so aus, als hätte die Katze eine Brille auf durch diese O's. Und dann kam Joko ganz aufgeregt zu mir und sagte, guck mal, die Katze hat eine Brille auf, genau wie ein Mensch. Und dann soll ich mich totlachen. Und jedes Mal, wenn du die Geschichte erzählst, lachen alle. Über dich. Das ist mir doch egal, worüber die lachen. Nein, aber das ist generell das so. Es ist, glaube ich, einfach so die Grundverschiedenheit dessen, was auch dann so dieses sadistische und masochistische, was Elmar eben schon angesprochen hat, so dieser Ehrgeiz, der da ist, so den anderen nicht gewinnen lassen zu wollen. Es geht nicht um Gewinnen, es geht darum, den anderen verlieren zu sehen. Genau. Das ist, ja, aber das ist genau der Punkt. Die Redaktion sagt, das könnt ihr doch nicht ernst meinen, aber das ist für uns tatsächlich kein Spaß. Ja, ich glaube das. Nee, wirklich, den Dreck unter dem Fingernagel. Ne? Denkt ihr euch die aus, die Gemeinheiten wirklich? Teilweise. Oder ist das auch redaktionell? Ja, manche Sachen, die würde man sich ja selber nicht aufs Brot schmieren, ne? Aber manchmal ist es dann so, dass die Redaktion sich Sachen ausdenkt und die machen es dann auch immer so donnerstags. Also, dass man jetzt nicht mehr wenn man dann in die Redaktion käme und sagen würde, ich finde das eine schlechte Idee, dann kommen die halt mit dem Thema, ja, wir können morgen drehen, wir können am Wochenende schneiden, Montag ist Sendung. Entweder du hast eine bessere Idee oder wir machen das. Und dann gerät man halt in Situationen, in denen man sich dann wiederfindet, die dann teilweise ein bisschen unangenehm sind. Also es kommt so drauf an, die kennen natürlich mittlerweile auch unsere Schwächen. Jetzt, also speziell bei dieser wöchentlichen Sendung ist was anderes, was wir jetzt gerade wieder planen, darf ich nicht zu viel drüber sagen, weil er da ist. Wir planen gerade wieder die Weltreise. Das Duell um die Welt, das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht, da gab es 2 Ausgaben von, da wird es dieses Jahr 3 Ausgaben von geben. Wir werden im Juni wieder 3 Wochen unterwegs sein. Und er weiß es noch nicht, oder warum das nicht so viel ist? Naja, er weiß, wo es hingeht. Er weiß ungefähr anhand seiner Visa, die er beantragen muss, und anhand seiner Impfung kann er ungefähr abschätzen, wo er hin muss. Aber es ist mittlerweile auch, bei den Impfungen, die ich habe, kann ich auch die ganze Welt bereisen. Also mit den Impfungen kannst du so ganz bergen. Wir können heute Abend noch alle knutschen, ich werde nichts kriegen. Und man weiß halt nicht genau, was einem passiert. Das wissen die Redakteure und die Aufnahmeleiter, die mitkommen. Und das macht halt großen Spaß. Also wirklich weltweit, das ist wirklich wie im Traum. Man sitzt da und da gibt es Mitarbeiter, die wochenlang nur damit beschäftigt sind, die eigenen Gemeinheiten, die man, wenn ich jetzt mir überlege, ich möchte gern, dass Joko in Kolumbien erschossen wird, dann kann ich das sagen und dann werden die sich ans Telefon setzen und jemanden finden, der Joko in Kolumbien erschießt. Hast und dann du was beantragt die Impfung für Kolumbien? Ich habe tatsächlich meine Lebensversicherung gerade erhöht, weil man weiß ja nicht, ob man wiederkommt. Ne? Stichwort Generalvollmacht. Gibt es irgendeine Grenze? Gibt es irgendwas, was ihr nicht machen würdet? Ja, also ich habe schon ein paar Sachen nicht gemacht. Ich habe zum Beispiel letzte Woche habe ich das Aushalten, also aktuelles Joko Weltmeister im Aushalten, weil wir, Dankeschön. Ja. Genau, ich habe einen Regenwurm nicht gegessen. Und das fand ich auch unfair von der Redaktion, weil ich habe letztendlich besser durchgehalten. Also wir haben uns auf Stühle gesetzt und wir wurden permanent gedreht. Und wer länger aushält, also die Regeln sind einfach, wer länger aushält, der hat gewonnen. Und ich habe wirklich besser ausgehalten. Joko hat gekotzt und hat noch einen Tag später irgendwie einen Schwindel gehabt. Und ganz am Schluss kommt dann die Redaktion, weil sie das Wortspiel lustig fanden, Drehwurm. Ja? Und dann sollte ich einen Wurm essen, was ich wirklich, muss ich sagen, und da gibt es auch noch Diskussionen, nicht cool finde, weil man kann ja immer am Schluss von so einem Spiel sagen, iss ein lebendiges Tier auf und wenn du das nicht machst, hast du verloren. Also so geht's ja nicht. Ne? Ich dachte in dem Spiel. Ah, so geht's nicht. Nee, aber ich bin Weltmeister. Da habe ich gesagt, Junge, muss das sein? Ja, das ist dann so Momente, wo man denkt, jetzt reicht's ehrlich. Ne? Du kannst jetzt hier viel machen, aber während der Arbeitszeit deinen Friseur hier hinkommen zu lassen, dass er dir die Haare schneidet, das fand ich ein bisschen hier Rolf. Rolf, der ist auch noch frei. Müssen wir, ja. Das stimmt. Der, ja. Raus. Das sind so Sachen, wo man dann kurz denkt, so Jungs, ne, ist okay, wir sind entspannt. Aber man hat dann manchmal doch so das Gefühl von, es sind halt auf einmal die Angestellten, obwohl es die Freunde sind. Ja, ich glaube, es ist insofern egal, weil
weil wir dann eh nicht so eine Hierarchien haben. Also dadurch, wenn man sich schon so lange kennt, verändert sich das nicht großartig. Also bei uns hat jeder, der eine gute Idee hat, das kann die durchbringen, egal ob es der Praktikant ist oder wir. Und wenn man irgendwas durchsetzen will oder wenn man was abwiegeln will, dann braucht man gute Argumente. Und da gibt es halt dieses, aber ich bin hier der Chef und deswegen ist das so, das gibt's nicht. Und jeder, der irgendwas durchbringen will, muss gute Argumente haben. Und wenn er die hat, alles okay. Wenn nicht, dann nicht. Aber über so Zahlen und so Sachen machen wir uns sehr grob Gedanken, aber im wöchentlichen Ablauf ganz bestimmt nicht. Wir haben die Sparkassenwerbung gemacht, ne? Ja. Läuft. Und seit da an Giro Hero, da hat man nicht mal keine Sorgen mehr. Ewiger Titel auch. Ja. Quote? Ja, ja. 11,9 heute. Ja, ich weiß. absurd, ne? Dass man sich da über sowas dann Gedanken machen muss. Das war irgendwie klar, dass es spannend wird. Und ja, auch da wiederum, das ist ähnlich wie mit Kritiken. Also man muss halt damit umzugehen wissen. Und es stresst total. Ich freue mich immer, wenn ich die Coolness besitze, bis 8:45 zu schlafen, obwohl ich weiß, um 8:30 kommen die. Und das passiert mal und mal nicht. Momentan ist es irgendwie ganz okay, was aber auch von Woche zu Woche mal so und so sein kann. Ja, ich denke mal, solange das repräsentativ ist für das, was die Leute denken, ist momentan ganz okay. Aber es war halt an der Zeit. Also man kann halt nicht ewig bei ZDF Neo nur auf Image pochen und alle anderen müssen sich mit der Quote bewerten lassen. Nur wir sagen, wir senden unterm Radar und das geht auch irgendwie. Also früher oder später muss man es halt machen. Mhm. So, seid ihr jetzt bereit, für euer, dass ich mit euch ein bisschen privat reden kann? Absolut, gerne. Deswegen sind alle gekommen. Ja, ich möchte ja wissen. Ja, wie sich euer Privatleben verändert hat. Freizeit, ist, ihr seid ja jetzt auch ein bisschen viel unterwegs und so. Wie hat sich das Privatleben verändert? Freizeit ist wenig. Ja, ist besser geworden eigentlich. Also war ich mal schlimmer. Auch, ne? Also es gab schon wesentlich schlimmere Zeiten. Also wann denn? So vor 1,5, 2 Jahren war so eine Phase. Also ich fand sogar die Phase, wo wir zwischen MTV und Neo waren, da hatten wir irgendwie, glaube ich, mehr zu tun als jemals zuvor, weil man halt so viele freie Jobs hatte. Ja, wegen den Autogrammstunden von der Sparkasse im Erzgebirge. Aber das hat Jeremy, bitte einmal. Ja, wirklich, genau, für die, ja, ja. Francine. Ja, Francine hieß sie. Ja, und nein, aber da war man, also zum einen war es wirklich die Zeit der Sparkassenkampagne, wo wir dann irgendwie noch so und so viele Termine nebenbei machen mussten, wo wir dann in Diskotheken aufgetreten sind und weiß ich nicht was alles. Ne? DJ Hell war auch da. Und was habt ihr da gemacht? Einen Tag, einen Tag war Schaumparty, nächsten Tag kam der Hypnotiseur in der Großraumdisco und dann waren wir dran. Das war wirklich auch eine interessante Zeit, ja. Und dann hat sich dann der lokale Chef der Kreissparkasse, keine Ahnung wo, hat uns dann auf den tollsten Bauernhof der Gegend eingeladen, weil es da Spargel gab. Und dann sitzt du dann halt da und isst halt Spargel mit dem Kreissparkassenchef und denkst dir, und gleich geht's noch in die Disse, mega Job. Ja, und alles richtig gemacht. Und da denkt man auch, feiern wie die Stars, ne? Ja, feiern wie die Stars. Aber die Zeiten, also da war es tatsächlich ein bisschen stressiger und ernsthaft, wenn man so ein großes Interesse hat an einer Sendung wie zum Beispiel Neo Paradise, auch was wir bei ZDF Neo gemacht haben, das war uns das größte Anliegen. Und es gab immer mal wieder große Sendungen, die wir nebenbei gemacht haben, die tatsächlich, das muss man auch sagen, das will man gar nicht so despektierlich sagen, in der Zeit hat das wirklich großen Spaß gemacht. Auch 17 Meter ja. Ist auch eine Unterhaltungssendung für Familien, die ein bisschen einen anderen Charakter hat als das, was wir momentan machen. Aber es hat Spaß gemacht in der Zeit, weil ich mich auch erinnern kann, gerne mit 10, 11 vom Fernseher gesessen zu haben und die 100.000 Mark Show geguckt haben. Das sind so Sachen, die, finde ich, auch im Fernsehen einen verdienten Platz haben und sowas mal gemacht zu haben, finde ich auch toll. Trotzdem war unser Hauptanliegen immer Neo Paradise. Und wenn man aber weiß, dass Neo Paradise von gar nicht allen empfangbar ist, teilweise im Internet funktioniert, aber eben nicht von so vielen Leuten geschaut wird, wie man es dann gerne hätte, weil man einfach viel investiert und möchte, dass diese Sendung halt möglichst prominent platziert ist irgendwo, dann hat man natürlich auch den Stress, dass man viele andere Sachen machen muss, um diese Sendung publik zu machen. Das ist jetzt eigentlich das Gute bei ProSieben momentan, da weiß man also, wenn es gut läuft, dann gucken das jede Woche ein paar Leute und dann kann man sich in der Zwischenzeit auch ein bisschen zurücknehmen und wirklich nur noch das machen, auf das man Lust hat und ist jetzt nicht genötigt, permanent die Werbetrommel dafür zu rollen, weil das die Sendung selber trägt. Mhm. Habt ihr trotzdem das Gefühl, dass ihr euer Privatleben schützen müsst? Du bist ja Vater geworden und das liest du in der Bild-Zeitung. Ist das Teil des Jobs oder ja, da kriegst du da Bauchweh? Nein, es ist die,
Das war tatsächlich, das war, muss ich wirklich sagen, ich bin da so ein bisschen, ich bin da tatsächlich sehr vorsichtig geworden, um das mal ernsthaft zu beantworten, weil, ich meine, in dem Rahmen kann man es machen, aber ansonsten bemühe ich mich eben genau darüber nicht zu sprechen, um halt genau das zu schützen. Früher wäre es mir wahrscheinlich ein bisschen egal gewesen, ich meine, Herrgott, was hat man zu beschützen? Also so, auch wir haben jetzt, wir sind ja auch keine Tagesschausprecher, wenn man uns irgendwie besoffen vor einer Disco sieht, dann ist das Image fördernd, ja? Und da können die ruhig alles fotografieren und ich weiß, dass ich da keine schlimmen Leichen im Keller habe, von daher, was soll ich da beschützen? Und dann ärgert man sich, aber dann ist auch wieder egal. Aber solange das dann anders ist, wenn man auf einmal tatsächlich eine kleine Familie hat, ist das schon echt schlimm. Und ich hätte immer gedacht, dass es sowas nicht gibt, aber es gibt mittlerweile so ein paar Zeitungen, auch in Deutschland, das ist nicht nur die Bild-Zeitung, das sind Magazine wie Closer, ja, gegen die du schon prozessiert hast, mit denen ich auch schon meine Geschichte habe und so, die tatsächlich nach amerikanischem Vorbild, so TMZ-mäßig, losziehen und vor der eigenen Haustür einen abschießen beim Currywurstfressen auf dem Wochenmarkt und das dann auf eine Doppelseite ablichten, sich irgendeinen Text dazu ausdenken und man erschreckt sich darüber. Und die sind Marktführer, ja, die haben irgendwie, was weiß ich, wie viel Kohle zur Seite gelegt, nur um diese Prozesse zu führen und ich finde, dagegen muss man sich wehren. Gerade wenn man selber niemand ist, der das jemals genutzt hat, um besser dazustehen. Es gibt Leute, die sagen, ich schalte das jetzt alles persönlich ins Internet und twitter das alles, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das macht mich interessanter, dann bitteschön, selber schuld. Aber wenn man das nicht gemacht hat, finde ich, gibt es eine gewisse Grenze und es gibt einen Unterschied zwischen persönlich werden und privat werden. Und ich habe nichts dagegen, wenn man persönlich wird. Das sollte man sogar, wenn man sich hinstellt. Ich bin ja auch nicht Prinz Harry, der da reingeboren wurde und sich jetzt darüber aufregt, dass er prominent ist. Sondern das habe ich ja alles absichtlich gemacht und deswegen finde ich es okay, persönlich zu werden, aber sobald es wirklich zu privat wird, gibt es moralische Grenzen und es gab, glaube ich, lange Jahre in diesem Land eine gewisse Kultur, auch bei Boulevardmedien, die das von alleine so in so einem eigenen Arbeitsethos irgendwie dann doch gerechtfertigt haben für sich selber und gewisse Grenzen eingehalten haben und das geht langsam verloren, das habe ich am eigenen Leib erfahren und dagegen werde ich energisch vorgehen. Wann gehst du dagegen vor? Auch wenn es so eine gewisse Grenzen überschreitet. Wenn man was mit, ist die Grenze? Die Grenze ist einfach so, wenn es tatsächlich so ins Privatleben geht. Also wenn ich samstags morgens zu Ikea gehe, dann möchte ich das nicht die Woche drauf irgendwo in der Zeitung sehen und ein Kumpel sagt mir so, Alter, warum hast du das denn gemacht? Und sag ich, da habe ich nichts mit zu tun. In Lichtenberg steht immer einer auf dem Parkplatz. Ja, ohne Witz, Ikea Lichtenberg, Fernsehleute zu Ikea gehen. Aber ein ganz trauriger Typ muss den ganzen Tag da sitzen und darauf warten, dass irgendwie Mehrzat Marashi sich ein Ikea-Regal kauft. Ja, es wird halt einfach dann auch unverschämt, wenn dann, weiß ich nicht, man räumt da was ein, meine Freundin hat einen schlechten Tag und dann steht da drüber, weil sie halt gerade grimmig guckt und ich so vorstelle, sage, wir sind doch gleich fertig und die Story, die daraus gemacht wird, ist so wegen so, der lustige Typ aus dem Fernsehen, seine Freundin hat nichts zu lachen. Und du denkst dir so, what? Wir haben nur die scheiß Regale ins Auto geräumt. Und es ist halt einfach, dann wird es unverhältnismäßig und da habe ich auch keinen Bock, da fühle ich mich unrecht behandelt, weil ja. Ich bin nicht das Schwein, der... Hat man dieses, nein, wir brauchen nicht 200 Strohhalme. Ja, ja, warum typische, schon wieder diese Kackservierten? Typische so. Ikea-Gespräche. Wer kennt das nicht? So, und das hat man halt auch. Nein, aber das ist tatsächlich so, man hat, ich bin jetzt vor ein paar Tagen mit meiner Familie... Wozu noch, Servietten? Noch... Teelichter! Alles. Im Zoo gewesen und man und es ist so absurd, weil man aufgrund solcher Geschichten halt anfängt, so ein Gespür dafür zu entwickeln, dass ja auch heutzutage die Kameras, die Leute haben, die machen halt auch alle Bilder auf 50 Meter, wo du ganz genau weißt, da, wenn meine Tochter da ein Eis isst, dann siehst du zur Not nur die und dann fängst du schon an, dich wie so ein Löwen-Mama da vor die Kinder zu stellen, weil du einfach nicht willst, dass irgendwer, das ist so ein komisches Gefühl von so, das bin ich privat und das möchte ich mir auch gerne bewahren, was aber natürlich wahnsinnig schwierig ist, weil man halt öffentlich ist so und da ist so diese Grenze, die verschwimmt und man hat dann auch so diese komischen Momente, wo es auch, wo man, bin ich auch ganz ehrlich, nicht weiß, wie man damit umgeht, weil man auf der einen Seite, wenn jemand kommt, da können wir ein Foto machen, das natürlich gerne, aber ich bin auch gerade in dieser raren Freizeit, die man dann hat mit meiner Familie unterwegs und dann so diese Gratwanderung hinzukriegen zwischen, wie enttäusche ich den jetzt nicht, der das Foto möchte, aber gibt meiner Family auch nicht das Gefühl, gerade an zweiter Stelle zu sein, das finde ich schon persönlich schwierig, da muss man auch noch reinwachsen. So. Und ich weiß nicht, ob man das wird oder ob man da irgendwann einen besseren Umgang mit findet, aber es ist schon, ich mag es lieber, alleine unterwegs zu sein und das quasi dann alleine zu handeln, als dann mit der Family dabei. Das kommt alles noch auf dich zu. Na, ist schon, also ich werde auch hin und wieder erkannt. Und
Nein, das ist aber dann die... Du bist aber ja jetzt die, neu mit Family und so. Ja, teilweise, genau. Letztens hat mich jemand für Kai Pflaume gehalten, das fand ich so geil. Wirklich? Wie konnte das denn passieren? Ja, an der Supermarktkasse. Sind Sie's? Und ich habe gesagt, ja, so, ich weiß nicht, wie ich reagiert habe, sie hat gesagt, der Pflaume hier bei mir im Laden. Und ich dachte so, wie kommen die da? Oder auch geil, ich habe mal auf dem 1. Mai gedreht, da haben wir so getan, als wären die Riots da die Hochzeit von William und Kate. Und da habe ich für Harald Schmidt gedreht und da meinte irgendwann einer, geil, guck mal, der Pilawa. Ja. Und das sind halt so die Momente. Grundsätzlich ist das ja auch lustig und so. Und ich finde, jeder, der sich darüber beschwert, das sind dieselben, die werdet ihr auch alle kennen, die sich immer darüber beschweren, wie scheiße der Echo zum Beispiel ist, ja. Da gibt es immer die Leute, die sagen, die drin sitzen 4 Stunden und dann sagen, oh, jetzt war ich wieder so scheiße. Der Echo ist immer so langweilig und Peter Maffay muss auftreten und so. Und die aber am beleidigsten werden, wenn sie am nächsten Jahr keine Karte mehr kriegen, ja. Also die noch irgendwie 4 Tage bei Universal Sturm klingeln. Damit sie irgendwie noch ein Ticket für ein Echo kriegen, über sich dann wieder beschweren können. Und so ist es, glaube ich, auch mit Leuten, die sich darüber beschweren, erkannt zu werden, ja, wenn sie es absichtlich machen. Das ist kokett. Also es ist nicht schlimm, erkannt zu werden. Und wenn man, jeder kriegt auch ein bisschen die Fans, die er verdient. Und ich glaube, die Leute... Herr Pflaume. Ja, aber die Leute, die zu uns kommen, sind meistens, muss man wirklich sagen, nett. Und die Leute, die man jetzt landläufig als die größten Assis beschreiben würde, das sind die höflichsten. Ja. Die sagen an, lieber Herr, hallo, können Sie vielleicht ein Foto machen? Ja, das ist und die reißen sich echt zusammen. Und das merkt man. Und dann ist es auch nicht schlimm. Es gibt halt diesen kleinen Moment, und wenn man es dann erklärt und wenn man dann sagt, tut mir leid, nimm es nicht persönlich, jetzt gerade nicht, weil dies und das, dann ist keiner dabei, der sagt, du bist aber unhöflich zu mir und so. Also ich finde, das kann man alles schon regeln, aber ich finde, und das geht gar nicht so für die Leute auf der Straße, weil die haben das nicht gelernt und ich finde, deswegen müssen sie sich auch an keine Regeln erstmal halten, dass man selber in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass das cool abläuft, sondern es geht da eher um die Presse. Also die Leute, die im Prinzip eine eigene Moral haben sollten und da, finde ich, kann man weit gehen, aber wenn man diesen einen Punkt überschreitet, finde ich, muss sich jeder an die eigene Nase fassen. So. Und das gilt, ist in jedem Beruf so. Und eben auch da. Mhm. Du hast eine Ausbildung zum Friseur gemacht. Ja. Werbekaufmann. Na, abgebrochen. Abgebrochen. Herr Buck, noch genau. von Herrn Klopp noch die Haare eingepflanzt und jetzt hier lachen, ne? Herr Buck, sprechen wir es doch mal an, wer hier gerade lacht. Hat es sich trotzdem, manchmal, es gibt ja so Kinder, bei denen sich schon früh abzeichnet, dass sie vielleicht irgendwann mal sowas machen sollten. War das bei euch so? Ja, also Friseur habe ich komplett moderiert, diese 3 Jahre, weil ich ja wirklich... Es war eigentlich eine Moderatorenausbildung. Wirklich, ernsthaft. Also mit wirklich Schere so, weil halt. Wenn man 16 ist und irgendwie mit einem Job anfängt und so, also es war für mich das erste Mal, dass ich überhaupt länger als eine Stunde mit fremden Leuten geredet habe, die nicht so alt sind wie ich selber. Also, dass da auf einmal so ein 50-Jähriger kommt, dem ich dann so die Haare schneiden muss, mit 50-Jährigen so irgendwie so eine Stunde lang so mit dem klarkommen, unabhängig davon, dass man jetzt auch noch was erledigt und so, also das hat mir schon, glaube ich, kommunikativ ein bisschen was gebracht und ich war jetzt auch, und das ist auch die traurige Wahrheit, nicht so gut. Und wenn man irgendwas nicht gut kann, das kennt jeder aus der Schule, dann muss man halt ganz viel labern, dass es nicht so auffällt. Ich habe da wirklich Familien verunstaltet, die aussahen... Wirklich, wirklich alle aussahen wie, Mama, wir können direkt zu McDonald's, ne? Und aber glücklich da rausgegangen sind und beim nächsten Mal wieder kamen, weil der Onkel so lustig war. Ja? Aber halt aussahen wie so eine Ananas, ne? Ja. Gibt es noch irgendjemanden, dem du die Haare schneidest? Ja, ich schneide meiner Mutter manchmal die Haare. Und die... Wieso? Ist es da egal oder warum? Ja, die sieht grundsätzlich aus... Meine Mutter hat so dieselbe... Meine Mutter hat original dieselbe Frisur wie Dieter Bohlen. Und die kriege ich hin. Aber bei meiner Mutter sieht es gut aus. Und tatsächlich, die Mutter von Dieter Bohlen wohnt 3 Straßen neben meiner Mutter. Also irgendwie scheint es in der Gegend, vielleicht sind wir verwandt. Ich weiß es nicht. Bitte? Scheinst du deiner, ja. War die hast Frage. Keine Frage gestellt, Katrin. Doch, natürlich. Hattest du eine gestellt? Ja, ich habe eine gestellt. Hab und gehört. Zwar, ob du schon als Kind, weißt du so, ach so dieses kameraaffin und auf Tante Inges 60. eine kleine Aufführung gemacht hast. Nee, eher gar nicht. Bei mir war eher das Ding, ich habe so diverse Dinge angefangen und auch abgebrochen und habe nie so
richtig einen Plan gehabt, was aus mir werden soll. Und meine Familie hat das auch in den Wahnsinn getrieben. Hast du nicht mal Lottoscheine verkauft am Telefon? Ja. Mir war kein Job. Hast du nicht eine Anzeige gekriegt? Ich hatte auch drei Anzeigen wegen Finanzbetrugs am Hals. Aber das hat sich dann nachher relativ schnell geklärt, dass das der Betreiber der Firma war, der da Unfug mit dem Geld betrieben hat und nicht ich. Aber war tatsächlich so ein langer Weg, bis ich dann irgendwann diese ominöse Pilotenausbildung, weil das immer so mein Traumberuf gewesen ist, nach anderthalb Tagen abbrechen musste, weil ich festgestellt habe, das wird nichts. Und mich mit den zwei, drei anderen Jungs, die da in dieser Grunduntersuchung heißt das, waren, bin ich halt abends saufen gegangen und dann war der nächste Tag gegessen. Und auf dem Heimweg bin ich bei der MME, eine große Fernsehproduktion, vorbeigekommen und habe dann da mein Volontariat, Redaktionsdasein gefristet über 5 Jahre und habe Tim Mälzer kennengelernt und habe so ein bisschen ihn eigentlich von Anfang an begleitet und dachte mir so, was der kann, ne? Das kann ich schon lange, also nicht das Kochen, sondern das Gesabbel. Und dann war das irgendwie so für mich die logische Konsequenz, dass ich nicht wie die Kollegen, die 45, 50 mäßig neben mir im Büro saßen und das Gleiche gemacht haben wie ich damals mit 22, dachte ich mir so, da muss noch mehr sein und habe dann den Schritt hier zu Herr Gieglinger. Habe mir eine kurze Mail geschrieben, habe gesagt, Herr Gieglinger, da bin ich, komme dann mal rum. Nee, ich habe Markus Kafka kennengelernt und der hat mir dann quasi zum Casting verholfen. Und das war dann eher so der Moment, wo ich dachte, so, das will ich jetzt und das wollte ich versuchen. Und es war eher so, der Weg war das Ziel und es war aber nie so in erster Instanz die Absicht zu sagen, so, ich muss irgendwann vor die Kamera. Mhm. Ich wusste nur, ich wollte mit ganz wenig Arbeit ganz viel Geld verdienen. Hat geklappt, wa? Sehr sympathisch. Ja, kann sagen. Nee. Alabama, ne? Alabama, Entschuldigung. Ja. Und Ziele jetzt noch? Oder bist du angekommen? Ich bin angekommen. Nein, ich weiß nicht, ob es mir jemand glaubt, wenn ich sage, dass ich sehr, sehr glücklich bin mit dem, was wir haben und ich nichts dagegen hätte, wenn es jetzt so einfach mal auf der Plattform... Das heißt, wenn du mit 50 noch Zirkus Halligalli machst? Naja, komm. Nee, jetzt... Nee, wir haben ja noch den Deal untereinander, dass wenn der eine dem anderen 15.000 Euro Net Cash jeden Monat auszahlt, hört der andere auf. Und es gibt immer noch die Möglichkeit der Sofortrente. Ja, das ist. Und ich warte eigentlich jeden Tag aufs Angebot von Klaas. Nee, und bis dahin wieder auf meinen Nerven La Paloma spielen, hat er sich vorgenommen. Und das, ja, das gibt's ja. Aber irgendeine Sendung, irgendein Format. Ich bin grundzufrieden. Ich bin total happy. Und ich bin auch nie der Typ gewesen. Das eine schließt das andere ja aber auch nicht aus. Nö. Man kann aber sehr zufrieden sein und trotzdem noch ein Ziel. Wenn ich jetzt sagen würde, dass ich immer davon geträumt habe, zum Beispiel, wenn man dann schon vor der Kamera ist, vielleicht mal die Formel 1 zu moderieren, weil das einfach mein sportliches Steckenpferd ist, so wie für andere Fußball, dann finde ich das sehr komisch, das laut zu sagen, weil das hat einfach nichts mit dem zu tun, was ich gerade mache. Und Kai Ebel und der Herr König, die machen da auch ganz gute Arbeit und da ist es auch weit von entfernt, dass das wirklich eine Option wäre. Aber das wäre so das Einzige, wo ich sage, auch wenn die um die Ecke kommen würden, dann würde ich nochmal drüber nachdenken. Also nur für dich zur Info. Ja, ich alles klar, dann ruf ich den mal an. Rufst du da mal Schäfer, komm. Nemo an aber, mich. Aber das wäre das Einzige, wo ich jetzt ad hoc sage, das ist ernsthaft noch so was, wo ich mich freuen würde, wenn das, aber das kann ich auch mit 45, 50 anfangen, weil die Herrscher sind ja auch alle etwas älter. So, ich habe nichts. Ich bin sagen, dann kannst du auch deine crazy Hemden weiterhin anziehen. Ne? Absolut. Ja. Ich bin total, also man glaubt das immer nicht, aber ich bin mit dem, was wir da haben, gerade sehr, sehr glücklich und zufrieden. Ne? Mhm. Doch, ich glaube dir, ich glaube dir. Du auch? Ja, absolut. Also ich bin, und vor allem, das ist eine Sendung zum Glück, die jetzt auch in den letzten Jahren so mitgewachsen ist. Ach, wer weiß, wie lange es noch irgendwie uns Spaß macht oder gut geht. Oder also da Pläne zu machen, ist auch Quatsch. Und deswegen, ich glaube, wir haben alle so unsere Ideen, was wir gerne noch alles machen möchten. Aber zum Beispiel? Ja, kann man jetzt alles nicht so konkret sagen. Weil's doch, interessiert mich aber. Nein, das ist aber... So, mich auch. So, na, das ist tatsächlich... Mal schauen, also wenn ich zum Beispiel, und um so unkonkret zu bleiben, wenn ich das Gefühl habe, ich kann... mich in 10 Jahren noch medial, wie auch immer, mit dem auseinandersetzen, was mich in 10 Jahren interessiert, dann ist schon mal viel geschafft. Aber woher soll ich wissen, wofür ich mich in 10 Jahren interessiere? Mhm. Also jetzt hat euch, das Schicksal hat euch ja quasi zusammengeführt. Ja. Könntet ihr euch vorstellen, wenn Erfolg bedeutet, dass ihr weiterhin einfach zusammenbleiben müsst, könntet ihr dann fürs Fernsehen für immer ein Paar bleiben? Könnt ihr euch das vorstellen? Also grundsätzlich geht das, glaube ich, oder? Ja. Ja? Hast du... Also, oder? Ja, klar. Jürgen von der Lippe hat heute im Playboy, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, hat uns dazu geraten, dass wir uns trennen sollten. Jürgen von der Lippe? Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Was glauben er? Der hat gesagt, dass es ganz gut warum wäre. Warum denn?
weil er gesagt hat, irgendwann kommt der Punkt, dass der eine sagen wird, ich mache die ganze Arbeit und er hier, ne? Ja, der ist schon längst gekommen, ich habe mich damit abgefunden, ist in Ordnung. So. Nee, aber es ist abermals, ich habe... Aber irgendwann heißt es Geld oder Liebe, ne? Ich habe mir nie groß, und das ist, glaube ich, auch so das Glück, was einem im Leben dann widerfährt. Dafür hat man auf anderen Gebieten dann auch nicht so viel Glück. Aber man hat halt immer das Glück gehabt, dass irgendwas gekommen ist. So. Und ich bin da guter Dinge, dass wir beide weit davon entfernt sind, Tschüss zu sagen zueinander. Und solange wieder... Ach, Modern Talking haben das auch noch 10, 15 Jahre. Metallica kommen heute noch zu viert aus verschiedenen Himmelsrichtungen eingeflogen, um einmal kurz auf die Bühne zu gehen und runter zu gehen. Die wissen halt, wie es läuft, ne? Und das sind halt auch gute Vorbilder. Modern Talking sind teilweise mit der Gitarre in verschiedene Limousinen gestiegen nach dem Auftritt. Oh, okay. Aber du wirst es doch irgendwann auch nochmal alleine wissen wollen, nicht? Ja, das eine schließt das andere nicht aus und das machen wir nach wie vor. Also wenn man alleine Sachen machen will, ich habe zum Beispiel mit einem Freund die Gelegenheit gehabt, bei einem Film mitzumachen. Das hat mir Spaß gemacht. Ansonsten, ich mache seit Jahren irgendwie so hobbymäßig Musik, das macht mir auch Spaß. Und wenn sich irgendwas ergibt, heißt es ja nicht, dass man das andere alles hinschmeißen muss. Und das ist ja, wir sind ja jetzt nicht irgendwie, Stichwort Generalvollmacht, aneinander gekettet. Und dann kann man das ja ruhig tun. Aber solange das Spaß macht und solange wir nicht das Gefühl haben, uns nervt das. Es ist ein bisschen wie mit einer Band. Nur ohne die Instrumente. Gut. Und ein Thema, das Medienschaffende ja auch immer interessiert, ist die Frage, und da würde mich eure Meinung dazu interessieren, wie es mit dem totgesagten Fernsehen weitergehen wird. Ich habe akustisch nicht verstanden. Wie es mit dem totgesagten Fernsehen weitergehen wird. Ich glaube, das ist schon 5 Jahre totgesagt. Es ist jeden Tag wird es aufs jeden Neue Jeden Tag aufs Neue totgesagt. Ich glaube, dass wir einen ganz normalen Wandel und damit ein Umziehen des Fernsehens in andere Medien, der auch jetzt ja schon zu 100% stattgefunden hat, erleben. Und erleben werden. Und das einfach noch viel, viel natürlicher wird. Ich habe ganz viele Freunde, denen ich nicht sagen muss, wann unsere Sendung im Fernsehen läuft, weil die es einfach nicht im Fernsehen gucken, sondern die gucken sich es on demand an, wenn sie Bock drauf haben. Und das ist was man so vor 3, 4 Jahren so grob gesagt hat. Ich glaube, dass das mit dem Internet ganz gut funktionieren wird in Zukunft. Und da wird es weiter hingehen. So, genau was Klaas eingangs gesagt hat, was Joyce betrifft, wird das, glaube ich, abermals ein interessantes Beobachten sein, wie weit man denn dann da schon ist, weil das dann immer wieder so, wenn da jemand kommt und so ein Prinzip versucht umzusetzen, dass Fernsehen ins Internet gebracht wird, ob das dann der Weg ist oder ob tatsächlich andere Formen gefunden werden müssen. So, ich bin da genauso interessiert wie alle anderen auch, aber glaube nicht, dass das Fernsehen als solches in der Art und Weise, dass man irgendwo sitzt und sich was anguckt, nicht aussterben wird. Also das ist absurd. Die Form wird sich verändern. Ich fand es ganz interessant, dass ich glaube nämlich auch, dass das Fernsehen als solches so gibt, wo das jetzt herkommt und wie das alles so angeliefert wird, umso einfacher das zu bedienen ist, desto mehr wird es letztendlich so vom Konsum her das bleiben, was es jetzt auch ist. Nur ist es den Leuten ja egal, ob man jetzt Kabel, Fernsehen, Digitalfernsehen, solange man irgendwie zu Hause auf den Knopf drückt und es geht los. Und vielleicht dann sogar noch irgendwie einfacher was aufzeichnen kann und so. Ich kann mich auch an meinen Vater erinnern, der nicht ganz besonders technikaffin war, aber der hat sich auch irgendwie drauf geschafft, wie das mit dem Showview funktioniert und so. Und das war halt wahnsinnig kompliziert alles. Mittlerweile ist das ja alles viel einfacher. Und meine Mutter zum Beispiel hat überhaupt nicht gemerkt, weil sie hat T-Home zu Hause und guckt das halt und sagt mir, ja, das ist alles super. Und ich habe ja erzählt, dass ihr Fernsehen aus dem Internet kommt. Das wusste die gar nicht. Und sie hat es halt einfach geguckt. Und so wird es wahrscheinlich auch sein. Und ich glaube, die Gleichzeitigkeit wird bei allen Vorteilen, die On-Demand bietet, immer noch ein Ding sein. Das merkt man jetzt auch immer noch so an so Leuchttürmen wie, ja, sei es Tatort oder Fußball oder irgendwelche anderen Sachen, wo dann einfach mal 12 Millionen Leute vorm Fernseher sitzen und das gleichzeitig gucken, weil sie in dem Moment wissen wollen, wie es ist. Und es ist auch gut so, dass das an dem Tag um so und so viel Uhr kommt. Das wird auch so bleiben. Andere Sachen kann man sich dann angucken, wenn man Lust dazu hat. Also es wird diese Mischform behalten, aber dieses Massenmedium, das alle im Prinzip, deswegen fühlt man sich ja auch nicht alleine. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein Punkt. Man guckt oft Fernsehen, um nicht alleine zu sein. Und dieses Gefühl, dass momentan viele, viele andere in derselben Sekunde exakt dasselbe gucken, stellt, und das merkt man auch, wenn man guckt, was über Tatort zum Beispiel im Internet geschrieben wird, während das läuft, dieses Nicht-Alleine-Sein funktioniert halt eben nicht on demand. Das stimmt. Und glaubt ihr, dass es
Unterhaltung ist ja heute nicht mehr nur Deutschland, sondern Unterhaltung kannst du dir, also es hat eh viele Ebenen, aber ich kann mir natürlich auch alles aus Amerika angucken und es wird immer wieder gesagt, diese jungen Menschen, die gucken nur noch Serien aus den USA. Ja. Habt ihr Angst, dass ihr euch messen müsst mit dem, was eben jetzt nicht mehr nur in Deutschland passiert, sondern... Das Ding ist, man also jetzt gar nicht, also du sprichst jetzt so fiktionale Sachen auch an, ne? Ich finde, dass man sich hin und wieder ganz gut messen kann, aber dann guckt es halt keiner. Also wenn ich mir anschaue, was Dominik Graf macht mit Im Angesicht des Verbrechens, eine achteilige, sehr, sehr gute deutsche Sendung, Serie, die durchaus mithalten kann mit von der Handlung her und auch von der Art und Weise, wie es umgesetzt ist mit amerikanischen Serien, die einfach im Fernsehen als absoluter Flop durchgeht. Und wenn man so den Geschichten glauben mag, ist er da auch mit plus minus null rausgegangen. So funktioniert es dann halt irgendwie auch nicht. Also es wundert mich dann, dass das dann nicht so richtig angenommen wird. Aber ansonsten ist diese internationale Vergleichbarkeit ist ja auch ganz gut. Also das zwingt dann auch teilweise auch auf Produzentenseite die Billigheimer dann doch wieder ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir müssen mithalten. Und diese Kultur, und ich weiß nicht, wer sich noch an den legendären Satz von von einem Jahr oder so erinnert, Fiction geht auch für die Hälfte. Ja gut, dann gucken wir mal den ganzen Tag Berlin Tag und Nacht. Wer das will, bitte. Ja, viele wollen das ja, glaube ich. Wenn man den Zahlen glaubt. Ja, klar, aber ich glaube, dass gerade durch, ja, aber das ist auch so ein bisschen Alternativlosigkeit. Die Leute, die sich nach anderem sehnen, die suchen sich es halt woanders. Und ich glaube, dass man diese Bereitschaft, überhaupt irgendwas zu gucken, auch füllen kann mit guten Sachen. Und ich will noch nicht mal so viel gegen Berlin Tag und Nacht sagen, weil die Erzählstruktur ist jetzt nicht wesentlich anders als von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder von der Lindenstraße oder so. Es hat einfach nur anders umgesetzt. Aber ich glaube, solange Produzenten nicht gezwungen sind, wertvolle Sachen herzustellen, tun sie es auch nicht. Und solange eine Konkurrenz entsteht, gibt es irgendwann den Punkt, wo ein Produzent, obwohl er das natürlich freiwillig nie machen würde, einfach für eine Folge doppelt so viel auszugeben, das wird dann wieder kommen und dann sieht es halt auch schöner aus. Also dann wird auch mal eine Lampe aufgestellt und nicht immer nur mit der EB-Kamera hinterhergerannt und man muss immer sich überlegen, ob ich jetzt gerade einen Film gucke oder eine Reportage. Das heißt, ihr guckt hoffnungsfroh in die Zukunft in jeder Hinsicht. Als Hoffnungsträger der Branche. Schöner hätte ich es zum Schluss einfach nicht sagen können. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Danke dir. Danke.